Wir befinden uns hier gerade mit dem lieben Christoph Zitzmann im Autohaus Zitzmann. Für die, die es nicht kennen, ein riesen geiles, geniales Autohaus. Wie viele Fahrzeuge habt ihr im Bestand? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir würden irgendwas haben, so um die 200, 250. Aber ich habe zwei Dinge noch nie gemacht. Ich habe sie noch nie genau gezählt. Okay, wir brauchen es für die Inventur einmal im Jahr, mache aber nicht ich. Und ich habe den Wert noch nie zusammengerechnet, weil dann würde mir wahrscheinlich schlecht werden. aber es hängt ja Enthusiasmus dahinter. Ich meine, wenn du eine Freundin hast, in die du verliebt bist, dann bewertest du ja auch nicht genau jedes Gramm auf der Waage und das jenes als Gesamtpaket passt. Und ich fühle mich hier einfach wohl. Sehr, sehr geil. Also allererste Frage, als ich mal hier mit meinem Papa da war, mir mal ein Auto anzuschauen, da warst du nicht da. Da hat mein Papa gefragt, ja, was macht dieser Panzer da hinten, ja? Vielleicht zeig mir das kurz. Ja, dieser Panzer ist natürlich meine Lebensversicherung. Manche gehen zur Allianz, schließen eine ab und ich habe gesagt, okay, nee, ich kaufe mir lieber einen Panzer, aber wenn es mal brennt, wenn die Corona-Zombies mal über uns herfallen, dann bist du da drin auf jeden Fall sicher. Ist also kein bewaffneter Panzer, sondern ist ein Ambulance-Panzer. War auch so eingesetzt für die Rettung von Verwundeten aus Gebieten, die unter Beschuss sind. Bietet Platz für 6 Personen. Und du musst einfach Gas geben, wenn es mal irgendwo weg muss und damit kommst du durch. Hat das Teil eine Straßenzulassung? Oder? Nee, der hat keine. Ich habe aber noch einen Radpanzer mit Straßenzulassung. Wobei, kleine Anekdote dazu, mit meinem Kollegen gesprochen, wir hatten ein relativ gutes Angebot für diesen Radpanzer, den wir schon sehr lange und mal günstig gekauft haben. Und ich sage, Mensch, wollen wir ihn wirklich verkaufen, weil der hat eine Straßenzulassung und weißt du, wenn es mal kracht, dann haben wir wenigstens einen Panzer und da sagt er lieber, aber Christoph, ganz offen, wenn es mal kracht, ist die Straßenzulassung auch scheißegal. Damit hat er natürlich recht. Wir brauchen ihn ja nicht zu den Zeiten, wo du regulär auf der Straße fahren kannst, sondern es ist wirklich auch das Thema, irgendwo so wie die Amerikaner, die jetzt Corona Times sich Waffen gekauft haben, weil sie gedacht haben, okay, wenn die Versorgung zusammenbricht, habe ich meine Knarre daheim. So bin ich nicht, aber passive Sicherheit ist besser als gar keine. Wenn ihr, okay, notfalls hat man einfach was. Es beruhigt wie eine Lebensversicherung. Das ist ja Brain-Thema auch. Das ist ja bei dir auch im Sales. Vieles ist ja Psychologie und Brain. Und hier sagst du einfach, nee, ich habe einen Panzer. Wir lassen ihn auch jedes Jahr einmal laufen und fahren ein paar Meter, sodass er eben einsatzbereit ist. Weil nichts schlimmer, du hast so ein Ding. Und wenn du es brauchst, springt er dann. Ne? Richtig geil. Also ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht nochmal 2, 3 exklusive Modelle an. Also dein Bugatti ist, glaube ich, schon ein bisschen bekannt auf Social Media. Schauen wir uns den mal ein bisschen an. Der Go Luxury Bugatti, ja, der Bugatti Veyron Grand Sport, sieht man jetzt nicht, ist ein Cabrio. Was das Geilste ist, weil ich als leicht extrovertierter Mensch will natürlich immer meine Umwelt wahrnehmen und gut, wenn meine Umwelt mich wahrnimmt, auch schön. Sprich, kann das Dach aufmachen, ich habe einfach die Sonne, ich habe viel mehr Leben, als wenn ich im Auto eingesperrt bin. Also von daher finde ich einfach ein Cabrio nicht unbedingt als Erstfahrzeug, aber als zweit oder dritt oder 87. Fahrzeug immer ganz gut. Was ist nach all den Jahren immer noch so dein Lieblingsauto oder hat man überhaupt noch sowas oder wechselt das immer oder was ist das? Man hat immer wieder ein Lieblingsauto, je nachdem bei welchem das man gerade steht. Okay, der Bugatti ist geil und außergewöhnlich. Das ist natürlich was, was ich noch nicht, ich habe schon immer davon geträumt, aber noch nicht lange, dass ich ihn haben konnte. Was auch geil ist, ist zum Beispiel der Lamborghini Diablo, 6 Liter. Das war zum Beispiel mein erstes mega außergewöhnliches Auto, das ich damals für einen Leasingkunden gekauft habe. Das ist ein 2001, also schon Audi-Technik verbaut. Da hat Audi oder VW gerade damals Lamborghini übernommen. Das ist noch die Form von vorher, aber schon die Technik von Audi teilweise mit drin. Funktioniert also relativ gut. Funktioniert nie gut, richtig gut, aber relativ gut. Ist so, muss man wissen. Das war was Geiles. Mit dem Auto viel verrückte Sachen am Anfang erlebt. War mega cool. Was ist auch noch geil, klar. Da hinten ganz im Eck, sieht man jetzt, Maserati Biturbo Spider. War mein erstes außergewöhnliches Auto damals nach dem 3er BMW Cabrio. Einfach neue deutsche Welle.
Vielleicht kennt es noch jemand, Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß, ist ja auch mein Lebensmotto. Ich gebe Gas und ich will Spaß und ich habe auch Spaß. Und da gehörte der Maserati damals einfach dazu. Und irgendwann sagt man dann, okay, ich will sowas wieder haben. Ja. Sehr geil. Und wir haben ja so ein bisschen eine Business-Community auf dem Channel. Junge Leute, die sich gerade ein Geschäftsmodell aufbauen und einfach was probieren oder so die ersten Verkäufe erzielen. Hast du irgendwelche Tipps so für ein bisschen die jüngere Generation oder jemand, der gerade mit dem Business anfängt? Oder was ist da deine wichtigste Philosophie, wenn man das so sagen kann? Ja? Seriosität und Nachhaltigkeit. Natürlich ist es gerade im Sales so, dass du ja dich schon im Vertrieb auch verausgabst. Ja. Du tust alles für deinen Kunden und natürlich auch, dass du selber nicht untergehst. Und da brauchst du auch was für dich, das eigene, den eigenen Seelenbalsam. Also wenn du auf Auto stehst, macht ja auch nicht jeder, aber viele, dann gönn dir was dazu. Gönn dir was, fang klein an, aber nimm was, was du dich nicht komplett zu weit aus dem Fenster lehnst, sondern nimm was, okay, was dich befriedigt im Automobilbereich, was vielleicht auch werthaltig ist, einfach da auch mit dran denken, wie bei den Investments. Da sind wir jetzt an sich genau in der Ecke richtig, nämlich ein bisschen bei den Klassikern aus den 90ern, 2000ern. Zum Beispiel, was wir hier haben, einen Ferrari 360, was sehr wertstabil ist, was auch sportlich zu fahren ist, was aber auch bequem ist, wo du, ich sag mal, wo wir da anfangen, ab 50.000 Euro. Das hier ist ein ganz außergewöhnliches Modell, hat original 13.000 Kilometer, schwarz mit gelb, auch so werksmäßig ausgeliefert worden aus erster Hand, Zahnriemenkupplung neu. Der liegt bei 81.000 Euro, aber wo findest du noch einen 360er Ferrari von 2001 mit original 13.000 Kilometer? Oder hier, was mir ganz besonders gefällt, Mercedes 500 SEC, noch ein zeitgenössischer Umbau als Cabrio. Finde ich geil. Das muss man natürlich mögen, aber wenn man da sich arrangieren kann mit Autos aus den 90ern, hat man was, was schon sehr gut fahrbar ist, was vielleicht auch schon H-Kennzeichen hat, sehr günstig vom Unterhalt, wo man immer was Extravagantes ist, wo du aber nicht aneckst, wo du jetzt mit dem neuesten Porsche herkommst, wo dann der Nachbar sagt oder der Kunde auch, wie kann der sich das leisten und kaufe ich dem jetzt wirklich was ab, aber verdient der dran. Da bist du, früher hatten viele Architekten oder solche Leute ein bisschen die Understatement, aber mit hochwertiger Ware gemacht haben, haben Saab oder Volvo oder sowas gefahren oder Maserati auch im Vergleich zum Ferrari oder zum Porsche. Wenn du jetzt so ein Auto hier aus den 80ern, 90ern, 2000ern hast, kriegst du sehr viele Likes einfach, weil jeder sagt, oh cool, ist zwar ein Ferrari, aber du eckst nicht an, du erzeugst nicht so den Neidfaktor. Ja, das ist was ich persönlich gut finde. Wenn du aber nicht drauf stehst, dann nimm dir was Neueres, nimm dir da was, was vielleicht reliable ist, vielleicht nicht gerade einen ganz hochgezüchteten Lamborghini, fang vielleicht mit einem Mercedes AMG an oder auch durchaus mit einem Porsche. Etwas in der Richtung. Sehr, sehr cool, ja. Also wir werden dann schauen, was ich dann die nächsten Tage hier abhole. Und natürlich, wenn du am Anfang in deinem Sales-Bereich stehst und dir nicht komplett leisten kannst, komm zu uns. Unser Hauptgeschäft ist das Leasing-Geschäft. Wir sind auch sehr flexibel mit Existenzgründern. Da haben wir bestimmt die passende Idee. Und die Autos müssen ja nicht von uns sein. Du kannst ja dein Auto irgendwo suchen und einfach, mit mir sprechen oder mit unseren Sales-Assistenten, kriegst du eine gescheite Beratung und dann schauen wir einfach, ob wir das passende Paket für dich stricken können. Genau, das heißt, jeder, der sich mal einen Autotraum verwirklichen möchte, der kann ist bei uns gut aufgehoben. Christoph vorbeischauen und in diesem Sinne, wir setzen euch dann up to date mit dem Fahrzeug und danke für deine Zeit. Perfekt, bis demnächst, ciao.